Es gibt ein erschütterndes Bekenntnis von Dennis Meadows im Vorwort zum Buch, das er Klar auf Rome herausgegeben hat vor ungefähr 2 Jahren. Geld und Nachhaltigkeit heißt es. Darin gesteht er den blinden Fleck sozusagen der ganzen ökologischen Bewegung, die er ja vor über 40 Jahren mitgegründet hat, und auch den blinden Fleck seiner eigenen Auffassung der Gesellschaft und der damit verbundenen Probleme. Er schreibt im Vorwort zu diesem Buch, Seite 18, bevor ich Bernards Arbeit kennenlernte, Bernard ist Bernard Lieter gemeint, hatte ich noch nie gehört, dass jemand das Finanzsystem als eine Ursache dafür bezeichnete, dass unsere Gesellschaft auf ihren Zusammenbruch zueilt. Im Gegenteil. Und dann schreibt er, wir werden Nachhaltigkeit niemals schaffen, während wir ins gegenwärtige Finanzsystem verstrickt sind. Bislang, sagt er, habe er nicht so gedacht. Eigentlich habe ich überhaupt nicht über das Geldsystem nachgedacht. Es war für mich etwas Selbstverständliches, ein neutraler und unvermeidlicher Aspekt unserer Gesellschaft. Aber seit ich Bernards Analysen gelesen habe, sehe ich das anders. Inzwischen weiß ich, sagt er, dass das vorherrschende Finanzsystem in fünffacher Hinsicht mit Nachhaltigkeit nicht zu vereinbaren ist. Erstens, es bewirkt in der Wirtschaft Zyklen von Boom und Bankrott. Die Prozyklizität des Systems prangen wir ja auch an, das heißt, es ist die Tatsache, dass im Aufschwung, wo ohnehin alles rund läuft, die Banken Kredite vergeben und Geld schöpfen, so viel wie sonst nicht. Und im Abschwung, wenn wirklich Geld nötig wäre, reagieren sie auf umgekehrte Weise und verstärken sowohl den Aufschwung als auch den Abschwung. Das Resultat davon ist natürlich Instabilität, Unsicherheit und Stress. Der zweite Punkt, den ich mir daraus anführe, es erzeugt, also das Geldsystem, ein kurzsichtiges Denken. Es präferiert den Gegenwartsnutzen. Es gibt ja auch die Verfahren dazu, Discounted Cashflow heißt das Ding, das dazu führt, dass der momentane, unmittelbare Nutzen gegenüber dem zukünftigen Nutzen abgewertet wird und dass umgekehrt die zukünftigen Schäden ebenfalls, im umgekehrten Fall ebenfalls abgewertet werden. Diese Zukunftsblindheit führt dazu, dass wir eigentlich keine Gesellschaft oder Wirtschaft etablieren können, die über ihre Nase hinaus denkt. Drittens, das Geldsystem erfordert ein Wachstum ohne Ende. Auch etwas, das wir explizit anprangern. Die Wachstumsspirale als Stichwort, das Hauptwerk von Hans-Christoph Binswanger, der in unserem Beirat war, sagt eigentlich alles. Es braucht immer mehr und immer schnelleres Wachstum in diesem System, das wir unterhalten. Das führt natürlich zu Blindheit gegenüber der Umwelt und zur Naturzerstörung. Viertens, es konzentriert den Reichtum, dieses System. Es schafft Ungleichheit. Der ökonomische Renner, oder im Moment ist der Thomas Piketty, Kapital im 21. Jahrhundert, der einmal mehr genau diese Ungleichheit, die zunehmende Ungleichheit
darstellt. Die Schere zwischen Arm und Reich geht immer mehr auf. Dadurch wird die Gemeinschaft gespalten und letztlich zerstört. Und fünfter Punkt, es vernichtet Sozialkapital, indem es Vertrauen kaputt macht und Misstrauen schürt. Kampf gegen alle wäre ein Stichwort. Und damit werden die menschlichen und sozialen Grundwerte einer Gesellschaft kaputt gemacht. Dann schreibt er, jeder dieser Faktoren reicht wahrscheinlich auch aus, selbst den noch so sorgsam durchdachten Plan für einen Übergang zur Nachhaltigkeit zu durchkreuzen. Zusammen sind sie Zutaten für eine Katastrophe, auf die sie uns gerade zusteuern lassen. Wir werden niemals Nachhaltigkeit schaffen, wenn wir ins gegenwärtige Finanzsystem verstrickt sind. Nachhaltigkeit kann man sonst fast beliebig durch andere zentrale Begriffe ersetzen. Wir werden niemals Zukunftsfähigkeit schaffen. Die Zerstörung der Zukunft, der Lebensmöglichkeit zukünftiger Generationen hat System. Der Zeitdiebstahl, so wie Momo ihn oder wie Michael Ende in seinem Buch Momo ihn beschreibt, der Zeitdiebstahl ist eines der grundsätzlichen Motive und eine der grundsätzlichen Zerstörungskräfte des Systems. Wir könnten das Wort Nachhaltigkeit durch Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit ersetzen, also die Standardwerte der Aufklärung. Wir könnten Nachhaltigkeit durch Menschenwürde ersetzen, durch Gerechtigkeit, durch Demokratie. Damit ist gesagt, dass eben die Auswirkungen unseres Systems extrem zerstörerisch sind. Wir können den Begriff auch durch Gemeinwohl ersetzen. Wir werden niemals Gemeinwohl schaffen können unter dem gegenwärtigen System. Und da möchte ich für ein Buch Propaganda machen, das ist für einmal nicht das Vollgeldbuch ist, sondern Christian Felbers Buch über Geld. Christian Felber ist der Erfinder der Gemeinwohlökonomie, für diejenigen, die es noch nicht mitbekommen haben. Und die Gemeinwohlökonomie stellt sozusagen die Vollgeldreform in den gesamtwirtschaftlichen, gesamtgesellschaftlichen Zusammenhang hinein. Das heißt, sie geht einerseits weit über das Ziel der Vollgeldreform hinaus, andererseits betont sie die Wichtigkeit dieser Reform eben für dieses in Betracht nehmen von gesamtgesellschaftlichen Zusammenhängen.